Hallo und herzlich willkommen zur 13. Etappe der Tour de France 2018. Wir sind mit dem Team Austria Cars am Start. Die Favoriten der heutigen Etappe sind Arnaud Demar, der Franzose, Caleb Ewan aus Australien, Peter Sagan, Dylan Groenewegen, André Greipel, Marcel Kittel, Mark Cavendish, Sean Bennett, John Degenkolb, Edvald Boasson-Hagen und Nikias Arndt. Wir sehen uns gleich im Rennen. Hallo, herzlich willkommen. Also 13. Etappe von Bourg d'Oisans nach Valence, 171,2 Kilometer. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass ja mal mindestens so 13% der Zuschauer, die hier im Let's Play zuschauen, nur aus dem Grunde zuschauen, weil sie es lustig finden, wie ich die Städte ausspreche. Keine Ahnung, ob das stimmt. Das sehr, sehr dezimierte Team Austria Cars startet heute mit Malin Smorka, Haritz Orbe, Jan Brockhoff und Jordi Simon. Mark Cavendish haben wir hier immer noch im Trikot, im grünen Trikot des besten Sprinters. Das trägt er, wenn ich mich nicht falsch erinnere, seit der ersten Etappe, oder? Müsste so sein. Also Mark Cavendish schon richtig lange in grün unterwegs, nachdem er, glaube ich, die erste Etappe gewonnen hat, trägt er dieses Trikot. Und Jan Brockhoff ist es heute aus unserem Team, der versucht, den ersten Akzent des Tages zu setzen. Er hat eine sehr, sehr gute Tagesform. Heute plus 4. Macht dann mit dem Boost, alter Schwede, eine Ausdauer von 76, wenn ich das richtig rechne. Also Jan Brockhoff richtig gut unterwegs. Ich habe heute mal wieder eine Einstellung getroffen. Wir nehmen heute wieder über das Programm OBS auf. Der liebe WM, den ich schon in der letzten Folge, bedankt habe, der hat mir nochmal gesagt, nochmal einen Tipp gegeben auf Twitter, was ich wohl besser machen könnte. Und es war wohl ein ganz dummer Fehler. Er hat mir empfohlen, genauso wie Terol P, die Bitrate ein bisschen hochzustellen. Nur wusste ich nicht, oder ich, ja, per se wusste ich es schon, nur ich war halt einfach zu dumm. Nur wusste ich nicht, dass man die Bitrate sowohl für den Stream als auch für die Aufnahme hochstellen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die Bitrate in der letzten Folge für Streaming hochgestellt. Aber wie ihr alle wisst, streamen wir hier nicht, sondern wir nehmen auf. Und diesmal habe ich die Bitrate mal für die Aufnahme hochgestellt. Ich hoffe, dass damit eine, ja, vielleicht sogar 1:1 Quali bei euch ankommt. Das wäre schön, denn Fraps kriegt das ja hin, eine 1:1 Quali aufzunehmen. Also genau so, wie ich das Spiel sehe, so seht ihr es auch, wenn ich über Fraps aufnehme. Aber Fraps macht halt zum einen unglaublich große Dateien und zum anderen sorgt es ja auch gelegentlich für Ruckler, wie wir ja wissen. Und das ist beides nicht so cool. Deshalb also heute der nächste Versuch mit OBS. Ich hoffe, es ist einigermaßen erträglich, aber bis jetzt hat sich auch noch keiner so wirklich beschwert. Also von daher, ich glaube, also ihr seid wirklich ein sehr, sehr genügsames Publikum. Ihr schluckt das so runter, wie es halt gerade auf euch zukommt. Und ja, das passt dann schon. So, Jan Brockhoff, also mit Sylvain Chavanel und Mats Pedersen in einer Gruppe aktuell. Die drei versuchen der Gruppe Van Marke, Fonseca und Dillier endlich hinterher zu kommen. Dahinter Lennart Kemner und Simon Clark. Auch der ist jetzt schon sehr, sehr oft in der Ausreißergruppe gewesen, muss man einfach mal so sagen. Ich würde sagen, Haritz Orbe wird auch mal beschützt. Denn er ist unser wertvollster Mann, wenn es ums Finale geht. In der Gesamtwertung, da ist immer noch Jordi Simon der Bestplatzierte. Er ist, ja, 76. mit einer Stunde 34 Rückstand. Also der Bestplatzierte aus unserer Mannschaft. Hier seht ihr nochmal die Gesamtwertung für all diejenigen, die so ein bisschen unter Amnesie leiden. Und wenn wir hier ein bisschen runtergehen, dann sehen wir also hier Jordi Simon hinter Leuten wie Sam Bennett, wie Caleb Ewan. Also da wollen wir uns mal lieber nicht zu lange mit beschäftigen. Das ist die aktuelle Sprintwertung. Danny McClay leider nicht mehr mit dabei, weil er aus dem Rennen rausgefallen ist. Die Bergwertung haben wir hier. Die Nachwuchswertung seht ihr hier. Und die Teamwertung zeige ich euch auch nochmal. Wir sind aktuell immer noch Drittletzter. Das ist, denke ich mal, gar nicht mal so schlecht. Ist schon okay. So, Jan Brockhoff ist vorne mit dabei. Macht ordentlich Tempo. Also 6 Fahrer aktuell an der Spitze. Es scheint so, als würden die anderen 2 noch aufschließen. Wir gucken natürlich wieder unseren typischen Blick. Wer ist der Bestplatzierte in der Gesamtwertung? Das ist der Schweizer Sylvain Dillier. Eine Stunde, 6 Minuten hinter Christopher Froome liegt er und ist damit 47. in der Gesamtwertung. Also damit, denke ich mal, alles andere als eine Gefährdung von Chris Froome.
81 Punkte hat Alexei Lutsenko. Somit ja, ist es jetzt eigentlich schon gar nicht mehr sinnvoll, auf die Bergwertung zu schielen. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass es gleich Attacken geben wird, um eben jene Bergwertung. So, also gerade läuft es bei mir komplett flüssig. So mehr oder weniger. Das heißt, bei euch sollte es auch flüssig laufen, wenn die Aufnahme mit OBS jetzt einwandfrei funktioniert. So, Sylvain Dillier ist vorne. Und komm, wenn es hier geschenkte Punkte gibt, dann nehmen wir die gerne mit. Aber es gibt natürlich keine geschenkten Punkte, weil wir es verpennt haben. Schade. Also, Dillier holt sich die volle Punktzahl. Zweiter Fonseca bei dieser Bergwertung. Also 2 Punkte für den Schweizer, 1 Punkt für den Franzosen. Als nächstes gibt es dann eine Sprintwertung. Das dauert allerdings noch ein bisschen. Wen haben wir hier alles drin? Schauen wir mal wieder uns die Gruppe an. Das mache ich ja eigentlich immer sehr gerne. Also zum einen Fonseca, ganz gut am Hügel, ganz gut im Sprint. Also der könnte gefährlich werden, sollte die Gruppe durchkommen. Sepp van Marke muss ich, glaube ich, nicht vorstellen. Seine Spezialität ist vor allen Dingen das Flachland und das Kopfsteinpflaster. Und warum führt er eigentlich nicht mit? Weil das Tempo zu unerbitterlich ist. Na klar, wer es glaubt. Mats Pedersen, ähnliche Spezialitäten wie van Marke, nur dass er halt am Hügel, im Zeitfahren und im Sprint auch noch sehr, sehr gut ist. Lennart Kemner ist in allererster Linie ein Zeitfahrer. Sylvain Chavanel, ja, auf den trifft das mittlerweile auch zu. Aber er ist auch im Flachen allgemein ganz gut. Jan Brockhoff, ja, ist auch eher so ein Allrounder-Typ. Ist eigentlich sehr ausgeglichen unterwegs. Ich sag mal so, wenn er überall 7 Punkte mehr hätte, dann wäre er Weltklasse. So ist er halt Austriacast-Klasse. Sylvain Dillier, auch jemand fürs Flache. Und dann haben wir eben noch Simon Clark, auch eher Sprint- und Hügelspezialist. Also rein von den Werten ist Jan Brockhoff hier schon der Schwächste aus der Gruppe. Das muss man so sagen. Aber heißt ja nichts. So, Sepp van Marke fährt hier gar nicht mit. Das gefällt mir einfach nicht. Warum macht der das? Also das mit dem unerbittlichen Tempo nehme ich ihm halt einfach nicht ab. Weil, naja, es ist halt Sepp van Marke und er ist ja wirklich kein schlechter Fahrer. Oh, hinten die Leute brauchen mal Wasser. Also von daher nehme ich ihm halt, wie gesagt, einfach nicht ab. So, wir fahren auf die Sprintwertung zu. Da könnte es ein paar Punkte und Geld geben für Jan Brockhoff. Gibt es jetzt echt einen Sprint darum? Wirklich? Sieht fast so aus. Chavanel gibt zumindest richtig Tempo. Ja, aber das ist scheinbar wirklich nur eine Tempoverschärfung von Sylvain Chavanel. Ja, und damit Dillier gewinnt den Sprint vor Fonseca. Dritter Brockhoff. Also nochmal ein paar Bonussekunden. Und Bonuspunkte für Jan Brockhoff. Hier haben wir es. 15 Punkte kriegt Brockhoff. Und hinten gab es auch nochmal einen Sprint. Also, Dillier gewinnt vor Fonseca und Brockhoff. Dann Simon Clark, Mats Pedersen, Kemner, Chavanel, Van Marke. Aus dem Feld heraus holt sich Cavendish die volle Punktzahl. Arndt 6 Punkte, Greipel 5, Degenkolb 4, Bennett 3, Kittel 2 und Ewan 1. So, und jetzt können wir von mir aus ein bisschen schneller machen hier. Ja, ach so. Ich bin ja auch gar nicht dumm. Ich habe die Musik mal wieder vergessen. Das ist schön. Ja, WM schreibt mir gerade auf Twitter. Und? Fragezeichen. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich gucke mir die Aufnahme dann gerne hinterher an. Nach dieser Folge. Und werde mal ein kurzes Resümee ihm geben. Und euch dann halt in der nächsten Folge. Aber ihr seht es ja selbst. Also wenn es jetzt so minimal unflüssig läuft, dann liegt das hier einfach daran, dass halt eine Aufnahme läuft und dass wir auf mal 4 spielen. Da läuft so ein Spiel gerne mal ein bisschen unflüssiger. PCM ist ja jetzt auch nicht das aller top performanteste Spiel, das es gibt auf der Welt. Also es ist auf jeden Fall nicht zu 100% perfekt optimiert worden. Das kann man nicht sagen. Aber es sollte hoffentlich, so hoffe ich, die Aufnahme sollte dann doch flüssiger laufen als die bisherigen Male mit OBS. Testphase. Auch wenn es die Tour de France ist, aber ja, wir nutzen es jetzt gerade mal. Es ist ja immerhin besser, wir nutzen sowas hier, so eine Tour de France-Etappe.
als wenn wir eine Etappe nutzen, wo wir dann wirklich auch Chancen haben, in der Gesamtwertung was Großes zu reißen und dann ist die Aufnahme für euch voll verruckelt. Ich glaube, da stimmt ihr mir alle zu. Und dieses Jahr sind wir leider, leider weit davon entfernt, eine Top-Platzierung bei der Tour de France zu holen. Leider, wie gesagt. So, 11 Kilometer noch bis zur Bergwertung. Côte de Chaumont. Noch 5 Kilometer bis zu dieser Bergwertung. So, Bockhoff kann sich gerade nochmal Getränke holen. Simon sollte das nicht tun, sonst ist er gleich platt. Den behalten wir uns gerade mal noch für diesen Anstieg. So, und jetzt machen beide Education First Rapac-Fahrer kein Tempo mehr. Also kann natürlich sein, dass sie nicht spekulieren, was zur Hölle, wo kam das Wort denn jetzt her, sondern dass sie tatsächlich Probleme haben, dem Tempo zu folgen, aber ich glaube, wie gesagt, nicht daran. Ich glaube, die machen hier einen ganz, ganz großen Bluff, sowohl Clark als auch Van Marke. So, Dillier ist aktuell der Einzige, der hier noch Tempo macht, so wirklich. Und er holt sich auch den Punkt bei dieser Bergwertung. Und tatsächlich, Simon Clark fällt zurück, wird gleich vom Feld geschluckt, wie es aussieht. Also, es scheint doch vielleicht keine Finte zu sein. Aber jetzt kann Van Marke zumindest wieder Tempo machen. Der hat sich ja jetzt das ganze Rennen über geschont. Wäre sehr, sehr assi, wenn er jetzt die Etappe sich hier holen würde. Sage ich ganz ehrlich. Simon Clark ist schon eingeholt vom Feld. So, und das hier ist der Rest dieser Etappe. Also noch ein kleiner Hügel kommt und gegen Ende wird es auch noch mal einen kleinen Hügel geben. Aber eben, wie gesagt, nur einen kleinen. Okay, was ich hier gerade mache, ist auch nicht unbedingt das Allertollste. Nämlich ich gerade auch richtig wenig Einsatz gehabt im Nachführen. Das muss ja auch nicht sein. So, Van Marke, der darf jetzt mal vorne fahren. Finde ich auch gut. Also wenn ich in dieser Spitzengruppe wäre, würde ich ihm jetzt ganz klar sagen, Junge, jetzt machst du mal Arbeit, wenn du dich auf einmal so gut fühlst. Mats Pedersen verschärft jetzt das Tempo. Eine Minute Vorsprung noch für die Gruppe. 23 Kilometer noch bis zum Ziel. Hier ist noch nichts geschehen. Und jetzt greift Lennart Kemner an. Der andere Deutsche hier in der Gruppe. Lennart Kemner mit der Attacke. Und er versucht jetzt per Solo bis ins Ziel durchzukommen. Das ist natürlich jetzt brutal hart, was er da versucht. Ganz klar. Mega, mega schwieriges Unterfangen. Kann man mal machen, ist halt nur sehr schwer. Van Marke schließt die Lücke und ich glaube, Kemner hat sich damit in eine Krise reingefahren. Er kann aber noch an der Gruppe dranbleiben. Jetzt Brockhoff vorne, gibt jetzt auch richtig Gas. 17,5 Kilometer sind es noch, aber nur noch 50 Sekunden aufs Feld. Das ist halt überhaupt nicht mehr viel. Wir schauen mal, die Kamera bleibt stehen. Wo kommt das Haupt? Da kommen sie schon. Das ist extrem wenig. So, Orbe könnte sich eigentlich schon mal ein Hinterrad suchen, so mal ganz nebenbei gesagt. Soll er schon mal einen Weg nach vorne suchen und sich ein Hinterrad beschaffen. 42 Sekunden noch. Wo war Kurt Nielsen? Den habe ich doch hier. Perfekt. Nehmen wir den gerade. Weil, warum nicht? So, Brockhoff immer noch vorne. Tempo jetzt am Limit. Die Gruppe hat fast wieder eine Minute Vorsprung. Also etwas nach oben gegangen, der Vorsprung. Ein Fahrer ist vom Feld abgehängt. Ich kann und will jetzt ehrlich gesagt nicht nachschauen, wer das ist.
Wahrscheinlich Simon Clark, könnte ich mir vorstellen. 10 Kilometer Marke, 51 Sekunden Vorsprung für Jan Brockhoff und den Rest der Gruppe. Lennart Kemner versucht es nochmal. Nochmal eine Attacke von Lennart Kemner und jetzt versucht es auch Sepp van Marke. Und da muss man hinterhergehen, Jungs. Da muss man definitiv hinterhergehen. Mats Pedersen versucht die Lücke zu schließen. Kemner ist auch eingeholt. Also Attacken bei diesem Tempo denke ich nicht, dass die sonderlich sinnvoll sind. Aber das Tempo ist extrem hoch und das heißt, wir haben nach wie vor die Chance hier auf den Etappensieg. 5,1 Kilometer, 43 Sekunden nach wie vor der Vorsprung. Also aktuell ist hier noch alles möglich. 4 Kilometer noch. Chavanel gibt alles. Fonseca gibt alles. Und jetzt, was passiert jetzt? Nächste Attacke oder warum wurde ich jetzt gerade hier so durchgereicht? Weil die mehr Tempo geben. Die geben jetzt noch mehr Tempo. Ach du liebe Zeit. 2 Kilometer und ich glaube, die Gruppe schafft's. Die Gruppe kommt durch. Die Gruppe kommt hier durch. Jetzt macht Dillier. Beginnt den Sprint. Dillier beginnt den Sprint. Jetzt Van Marke. Brockhoff kommt raus. Jan Brockhoff. Komm, Junge, komm. Aber Brockhoff zieht halt auch nicht vorbei aus irgendeinem... Fuck, ich habe nicht sprinten gedrückt. Ist das jetzt mein Ernst? Ist das jetzt wirklich mein Ernst? Ich habe nicht sprinten gedrückt. Ich hab doch sprinten... Ich könnte schwören, ich hätte sprinten gedrückt. Ich könnte es schwören. Simon Clark tatsächlich der Letzte, der ins Ziel kommt. Ich könnte schwören, ich hätte sprinten gedrückt. Ah, ist das ärgerlich. Brockhoff hatte noch Kraft. Er hätte an Van Marke vorbeigehen können. Ob es für den Sieg gereicht hat, möchte ich nicht sagen. Das muss nicht sein. Am Ende gewinnt Mats Pedersen aus Dänemark vor Armindo Fonseca und Sepp van Marke. Jan Brockhoff, 4. Sylvain Didier, 5. 6. Sylvain Chavanel und 7. Lennart Kemner aus dem Hauptfeld heraus. Marcel Kittel vor André Greipel und Arno Dümmer. Damit wird sich in der Gesamtwertung nichts verändern, denke ich mal. Christopher Froome behält weiterhin sein gelbes Trikot. Fast 2 Minuten Vorsprung auf Nairo Quintana. In der Bergwertung bleibt auch Alexei Lutsenko vorne, immer noch punktgleich mit Jelle van Endert von der Mannschaft Lotto Soudal. In der Punktewertung baut Mark Cavendish seinen Vorsprung, bei den Ausbaut weiß ich gar nicht, 210 Punkte hat er jetzt, Marcel Kittel hat 174 und Caleb Ewan 172. Ich glaube eher, der Vorsprung ist ein bisschen geschmolzen. In der Nachwuchswertung bleibt Pierre Latour von Agir Désert weiterhin vorne. 9 Minuten 44 hat er Vorsprung auf den Ecuadorianer Richard Carapaz. 3. Maximilian Schachmann aus Deutschland mit 17 Minuten 11. Und die Teamwertung. Agir Désert La Mondial führt weiterhin vor dem BMC Racing Team und Movistar. Ich ärgere mich so, ne? Es war eine große, große Chance für Jan Brockhoff. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob er es gewonnen hätte. Das möchte ich nicht sagen. Aber es war auf jeden Fall deutlich mehr drin. Also zumindest mal Platz 3 wäre drin gewesen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. War seine erste wirkliche Platzierung in dieser Saison. Krass. Tja. Was soll ich da sagen? Ärgerlich. Einfach nur ärgerlich. Naja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Folge euch gefallen hat, nichtsdestotrotz, und dass vor allen Dingen auch die Aufnahme gut war. Das würde mich sehr freuen, das werde ich jetzt gleich mal checken. Und ja, als nächstes sehen wir uns zu dieser sehr interessant aussehenden Etappe. Ihr seht es ja wahrscheinlich schon oben, Etappe Nummer 14, eine Mittelgebirgsetappe, die meiner Ansicht nach sehr, sehr viel Spannung verspricht. Hier seht ihr das Profil. Schön knackiger Anstieg nochmal am Ende. Also da kann durchaus auch was in Sachen Gesamtwertung passieren. Schauen wir mal, was und ob. Also, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Schöne Grüße, euer Fritte. Ciao.